Start ist schon wieder bei ihnen und der zweite Lauf geht los. TT Racing, ja, das hat sich das der Pierschall ist auf der zweiten Position mit dabei. Also alles drin, auch hier im zweiten Lauf. Canada TT Racing immer noch vorne auf der zweiten Position. Die Startnummer 423. Nix Boys, die Speedbüchse, dann die Cargos, dann die Torbrocker und der Pierschall. So sind die Positionen hier momentan in diesem Lauf. Zweiter Durchgang der Bahnklasse. Also, das Rennen zieht sich auseinander und TT Racing hat das Ding hier locker im Griff. Sie werden scheinbar hier auf Platz 1 über die Ziellinie gehen. Die 423 auf der zweiten Position, Nick Boyce, die Cargos aus Grimmen auf 3, die Torbrocker auf 4, der PS-Stall auf Platz 5. Ruhiges Rennen, dieses Nachwuchsrennen in der Junioren-Trabant-Klasse. Kann sich TT Racing, kann sich jetzt Kevin immer weiter absetzen. Er baut seine Führung aus und er geht hier als erstes über die Ziellinie. Souverän rausgefahren. Der zweite Platz geht an den PS-Stall auf 3, die Cargos auf 4, die Torbrocker.